ist auch sehr durch seine Kräfte. Oh, ja, natürlich. Ah, er geht auf den Pin. Ich weiß noch, die letzten Male bei Uni Smash, als er gegen Snowmander gespielt hatte, lief es mit Pin tatsächlich besser als mit Game Watch. Ja? Ja. Okay. Deswegen will er jetzt wahrscheinlich direkt da. Aber ob er da drin ist, ist die Frage. Das ist ein guter Punkt. Vielleicht hat er sich auch ein bisschen Gedanken zum Matchup gemacht, dass er ein bisschen was gefehlt hat. Ich bin im letzten Moment. Ich habe die Replays immer angeschaut, mit Sicherheit. Das denke ich. Ein bisschen was analysiert. Was für eine Zeit. Eine Jacke, ein T-Shirt. Ach nee, der hält es da oben, weil die Sonne ihn blendet. Er musste das Setup verdrehen, weil die Sonne so krass blendet. Oh mein Gott. Oh, krass. Aber das ist hier Hessen, Hessen. Jetzt bleibt er die ganze Zeit so stehen. Nein, 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 nein. Der Mäuschlich hat ihn zu weit geschoben. Jetzt geht's los. Game 1. Erstmal der Tod. Ich bin mal echt gespannt, wie sich das entwickelt. Oh ja, ich auch sehr. Aber momentan. Wie gesagt, gute History fürs Normander. Ich kann mir auch vorstellen, dass das halt auch mental viel macht. Wenn du einerseits sicher bist und sagst, so, ich habe noch nie gegen den verloren in dem Spiel. Und andererseits so, der hat mich bis jetzt immer aus dem Turnier gehauen. Gerade auch Meutrich, der ist ja sehr emotional. Ich kann mir vorstellen, dass er das mitnehmen wird. Aber, ja, da kam der nicht so wirklich was, konnte er nicht so gut connecten, der Snowmander. Schön, wie I read. Oh, Miss Space, der den Grab. Fängt er. Stellt nicht so viel mit den Mecha-Koopas an. Das fand ich. Das hat man bei Deus jetzt gesehen. Das hat Deus viel besser gemacht, wo er die Mecha-Koopas besser benutzt hat. Hat die zwar auch nicht viel gebracht gegen Snowmander, aber es fällt mir auf. Aber das sage ich auch, weil im Endeffekt führt man natürlich hier gerade nicht viel. Bei ein paar Prozenten. Oh, kriegt den mit dem Tag nicht. Oh, mit der Super Armor. Abby killed. Einmal durch. Kam sehr unerwartet. Darf man auch nicht vergessen. Es hat auch so. Vor allem, es hat auch vergessen mit dem Super Armor. Er hat ja eigentlich die Gabe rausgehauen und so, aber. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass die Super Armor dann funktioniert, wenn sie es möchte. Und nicht, wenn man das selber möchte. Aber. Vielleicht täusche ich mich da. Du darfst es auf der einen Seite nicht vergessen und auf der anderen Seite darfst du es nicht zu sehr wissen. Oh, kein Jab von Snowmander. Der hätte auch gekillt. Der hätte an der Stelle gekillt. Killt der? Ich glaube, der killt nicht. Nee, ja, nee, nee, nee. Der war zu sehr Center Stage und hatte kein Rage. Oh. Wurde noch ein bisschen von dem Mecha-Koopa gerettet. Aber die Mecha zieht den Stock. Und auch nur mit 38%. Das ist kein großer Unterschied. Oh, schön gecatcht mit dem Up-Smash. 20%? Das ist ein Ultimate Rimmel-Jabs. Da gibt's ein paar Charaktere. Oh, die doppelte Abwehr sind raus. Ja, gibt's ein paar Charaktere. Aber trotzdem. Spot Dodge gepunished mit einem Rapid Jab wieder. Hat er den letzten Hit nicht abgewartet? Und schon hat Snowmander hier wieder das Game hier in seine Richtung gedreht. Aber auch nicht nur ein bisschen. Das erinnert mich aber echt sehr an das Set auch von Snowmander gegen Deus. Da lief es genauso ab. Deus immer erst mit dem Stock Lead, den ersten Stock genommen und danach hat Snowmander es genommen. Näher. Ja, oh, und da kriegt er ihn, endlich nochmal. Kick auf den Tekken nicht, das war bestimmt möglich. Es wäre bestimmt möglich, das zu tacken, aber ich glaube, Snowmander hat auch nicht mehr damit gerechnet, dass er zur Wand fliegt. Aber auch ein guter Attempt von Snowmander, das noch zu recovern. Er hat echt lange da gewartet, weil er wusste, die näher kommt, aber das kann er noch verbocken. Und ja, das kann natürlich sehr, sehr lange dauern, aber das ist jetzt auch das stimmt auch, aber man darf es auch nicht unterschätzen, weil nachher bist du dann von der Schaumkeilisch, gerade bei so hohen Prozenten oder in der Nair oder in der Back-Air. Oder selbst. Geht, oder? Nein, es geht noch nicht. Es geht noch nicht. Kein Spike. Ah, kriegt auch nicht. Oh, schön. Schön Neutral Getup gepunished mit der Abi. Ja,
ab 50%. Jetzt sieht es noch ein bisschen besser aus. Kann er auch seinen Vorsprung ein bisschen weiter ausbauen? Ja, gecatcht. Oh, die Getup-Attack eigentlich. Getup-Attack ist echt nicht so gut eigentlich von Bowser Jr. Besser als in Smash 4, aber immer noch nicht so gut. Heute ist jetzt aber wieder über Bowser Jr. Muss jetzt aufpassen, nicht wieder 1.800 zu fressen. Ah, da kommst du schon. Jetzt schon 5, 6. So schwer zu landen gegen diese Attacke. Es ist sehr schwer zu landen und schon ist es wieder sehr eben. Dabei hat Pit halt 3 Spinnen. Jetzt nur 1. Was machst du das? Oh, das geht aber noch nicht. Das geht noch nicht. Gut geerdodged. Nein, krieg ich ihn nicht. Aber der Ledge Cancel. Der hat den Punish dafür nicht bekommen. Aber trotzdem, im Moment hier noch am Drücker. Oh nein. Aber das geht noch nicht. Das wird noch nicht killen. Nicht mal in der Position. Jetzt ein Rapid Jab an der Ledge könnte killen. Fast hätte er sogar noch überlebt. Das hat nicht so eindeutig gekillt. Fand ich. Nee, es hat auch den Sand getroffen. Dann genau das Clown Card. Und Bowser Jr. ist ja nochmal ein gutes Stück schwerer, wenn man das Clown Card eben trifft. Deswegen, das sah schon nicht die so Crowd geht aus. Wild. Die Crowd geht halt echt wild. Ah, da ist er wieder. Wie beim letzten Mal der gute alte Aufsteller, um die Sonne auszublocken für den anderen. Das haben wir beim letzten Mal genauso aufgelöst. Gibt's kein Rollo? Was ich glaube nicht, nein. IQ 9000 Play ist das auf jeden Fall. Ah, Mann. Alle sind dabei. Ja, die neue Werbung. Ja, Falls wir das mal wieder vergessen haben, ne? Richtig. Das ist übrigens auch das Spiel, für das immer Werbung kommt, was hier auch gespielt wird, für die, die es noch nicht gerafft haben mit der Stelle. Wer ist da eigentlich alles dabei? Professor Layton ist aber nicht dabei. Nee, der ist nicht dabei. Ich hätte ihn gerne gefeiert als Charakter. Ja, aber das wäre auch ein Schwertkämpfer, den ich spielen würde. Wisst ihr, wer auch nicht so richtig dabei ist, damit man so... Maluigi. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Der Mr. Resetti, der ist auch nicht da. Der war mal im Brawl, war der da, als das ist Trophäe, aber der ist nicht voll gelabert. Oh, stimmt, ich halte. Aber den Nintendo schon so nah zu behalten. Ja. Und der eigentlich. Was auch voll gut ist, weil du selbst das Helfer Trophäe aber nicht zu bringen. Wenn du halt die Nintendo Option bekommst, bringst du ja. Ja, das ist so wie die Blitzwolke bei Mario Kart. Ja. Boah, die war auch so schlecht. Schön. Metacrystal. Das ist von Smash 64. Ich finde es immer gut, wenn viele Leute so Musik von Smash 64 benutzen. Ja. Weil die ist hier. Die ist hier. Fast jede Musik, glaube ich, ist hier. Richtig. Aber die benutzt man so selten. Ich feiere die sehr. Was man so auf der Final Destination Battlefield auf den normalen für Musik einstellen kann. Du kannst FD spielen mit der Target Smash Musik im Hintergrund. Ja, gut, das ist. Ich habe vorhin die Möglichkeit, ist da. Oh, aber Battlefield-Musik von 2060 und FD-Musik von 2060 ist so schön und so underused. Ja, das stimmt. Ich habe vorhin auch das erste Mal erfahren, dass es einfach Monster-Musik ist. Ja, Hanbau und auch Pico-Channel. Ja, auf den ganzen Lebensstatus. Das ist auch wohl interessant. Aber zurück zum Match hier auf Battlefield jetzt dieses Mal. Interessante Stage. Vorhin hatten die nicht auf Battlefield gespielt, ne? Sondern Pokémon Stadium. Mehr Plattform. Ich hätte jetzt gesagt, dass es was eigentlich auch für Pit ist, aber andererseits, ich kenne mich dann auch nicht. Oh, schön. Er ist gar nicht auf mehr gegangen, er wusste, dass er hochgehen wird. Und haut weitere Prozente raus. Aber man sieht hier, mit den Plattformen, man kann Pit so gut juggeln. Eben nicht den Pressure aufbauen. Das wird der King sein, warum wir was? Wo hat der da getroffen? War das gerade eigentlich schon das erste Game. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, der hat schon mal Matches gegen den geholt. Nein. Oh, das war bitter. Hast du es gesehen? Der hat mit der Side-B den Reflected, aber auch gleichzeitig zerstört und deswegen hat der Schaden gezogen. Oh, schön mit den Orbitalen zurückgepusht und in den Webseiten. Muss dann beiden nach dem Kill gehen. Ja, und genau, Amanda guckt ja schon nach. Oh, da ist der Rapid Jam und das war's. Ja, das killt. Und jetzt kann Amanda hier was machen, indem er nämlich die Juggets, genau die, jetzt extended. Extended auf Battlefield, auch aus Upthrow. Upthrow in drei Backthrow? Nee, oh,
was? Ich glaube, ich wollte die IMX abhauen. Achso. Dash Attack. Fehlt noch nicht. Oh, Snipe. Die Fair ist auch immer länger draußen, als man denkt. Ich fand da Randy für die Scheiße zu sein. Oh! Das war smooth. Das kann man ja mal gönnen. Okay, gut, die Upper Kill. Und jetzt muss er. Die gesamte Stock geht hier bis nach Manda. Ja, das war. Solide. So, mehr davon, bitte, mehr davon. Sehr, sehr risky Upsmash. Lukas spielt ja auch so ein bisschen verwirrt. Weiß nicht, so ein Mordrich spielt ein bisschen verwirrt. Weiß nicht so ganz. Ah, schöne Kombo. Vielleicht ein Baller, aber. Gut. Prozente sind immer gut. Aber gegen Snowmanda muss mehr her als 2 Prozente. Da muss vor allem Kills her. Schön gegrabt. Sonst kriegt er nicht. Nein. Minimal zu früh. Schwierig, Backthrow und jetzt hat er ihn auf Stage und nah an der Ledge, auch ein Jab. Jetzt ist Lukas auch schon wieder raus. Oh, schön, gewartet. Covert so viel, das nochmal, da macht er richtig gut. Oh, da connected die Fair leider nicht, aber es wär's gewesen. Sweet Spot Fair wär's gewesen. Ja. Nee, killt noch nicht. Wieder auf dem Zeitpunkt verschreckt. Covert auf jeden Fall noch, es geht, aber. Oh. Ja, jetzt die Fair und. So gute Range, die Moves. Fair und Back Air. Fair ist halt, bleibt doch immer länger draußen, als man denkt. Ja, und das war. Low Tier der Charakter. Low Tier auf jeden Fall. Schlechtester Charakter im Spiel. Genauso wie Mr. Game and Watch. Genauso wie Mr. Game and Watch. Vielleicht sehen wir den jetzt sogar. Dann sehen wir hier Low Tier Duell in Top 8 Winners. Oh ja. Zwei Bottom 5 Charakter. Zwei Bottom 5 Charakter. So kann es dann mal gehen. Ja, ja, und ich glaube, vielleicht eine Krake. Versuche! Wahrscheinlich, weil ich stell mir vor, überlegt. Wegen der Wand. Oh, klar. Okay. Damit habe ich fast schon gerechnet. Damit hast du gerechnet. Ja, also Luca hatte schon etwas darüber geredet, dass der Cloud wieder angefangen hat, dass er wieder noch ein festes Lineup reingenommen hat. Ja, mal sehen, ob sich das auszahlt. Also als Überraschungspunkt finde ich schon gut. Aber mal sehen, wie es jetzt dann so funktioniert. Also aber ich weiß nicht, wie sehr er Smash 4 Cloud spielt und nicht ein Ultimate Cloud. Das ist halt auch die Frage. Ich dachte tatsächlich, er geht wegen der Stage jetzt auf Game & Watch. Dachte ich auch. Weil ich mir vorgestellt habe, dass Bowser Jr. wegen der Wand halt nicht so gut unter der Stage kommen kann. Ja. Ich kann Game & Watch mit der Backer runterdroppen. Eventuell sogar Jackdown, aber mal sehen, wie Cloud funktioniert, was er sich dabei gemacht hat. Ist ja die Problematik, wenn man auf der Facebook Cloud, ja. Nee, das ist halt. Ich auf, hätte ich nicht sagen sollen, Mann. Nee, wahrscheinlich echt nicht. Er hat keinen Jump mehr gehabt. Oh. Ich glaube, und die Selfie vorher hat das auch noch geschafft, vielleicht war das ein bisschen. Das ist jetzt wirklich eigentlich. Ah, es hat schon was sehr Combo-Video-haftes hier fürs Normanda. So, komm, jetzt fahr mich hier mal ein paar Clips. Okay, so krass jetzt auch nicht, aber man sieht schon, dass er hier eindeutig am längeren Hebel ist. Am längeren Hebel ist. Nee, das kriegt er ihn nicht. Der kriegt ihn nicht den Two-Frame. Oh, aber auch der Punish, der kriegt daraus dann nichts. Er hätte vielleicht ein Smash. Es hätte vielleicht ein Smash connected, aber er hat das alles nicht. Das hier ab, er spielt schlechter. Was meine ich mit dem Fall schon ein, was man eigentlich gesagt hat, war die Abnahme von Cloud. Jetzt auch mal Quick Cloud. Wow. Smash daneben. Zeit B reicht noch nicht. Nein. Oh, Limit Zeit B geht nicht so früh. Hat er auch ein schönes Stall, musst du mit der Spiel.
Aber hat er die richtige Entscheidung getroffen. Normal, viele Leute wären für Side B gegangen. Ja. Limit Side B, aber der hat sich viel Limit Mitchell gereicht. Der kann ich den Fall machen. Ja, hat er dann gehabt. Ja. Das ist halt sehr, sehr risky mit, ich glaube, in der letzten Jump. Also, ja, absolut. Drop-Down-Jump. Und dann ein Jump-Back ist dann Side. Also, ich denke, im nächsten Game werden wir die Cloud nicht mehr unbedingt sehen. Nee. Aber vielleicht mal sehen, wie das Game noch ausgeht, ne? Ist noch nichts vorbei. Ja, ist noch nichts vorbei. Aber schau dir das mal an. Schau dir das mal an. Nein. Did he just walk away? Da kannst du mir nichts sagen hier. Der Snowmander hat das Spiel gerade komplett im Griff. Komplett in seiner Hand. Man sieht, dass er sich wohlfühlt. Man sieht ja, dass er sich wohlfühlt. Das ist halt auch wirklich einfach nur noch Combo-Video hier. Ja, er führt wohl nicht praktisch auf genau dein Problem. Genau, genau. Er hat sich halt komplett aus. Schön. Selbst da habe ich probiert mit der Nähe den Aerial Approach zu catchen, aber das wäre dann reingekommen. Ich hatte mit der Name nicht den Spike, den er gesucht hat, aber. Rollt schön. Oh. Snowmander rollt sehr schön in den Kopf. Unglaublich gut. Ja, nein. Da hat er eine Chance gehabt. Ja. Ja. Und er hat den falschen Read. Gut gemacht von Snowmander. Aber es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Okay, wir haben noch ein Game. Und ich meine, ein Game hat Smurtis ja auch schon geholt. Mhm. Natürlich der Panther-Befehler wieder auf Snowmanders Seite. Ja, das ist aber. 2-1. 2-1. Ja. 2-1 für Snowmander. Ein Game für ihn, ja. Wir müssen gehen. Ich glaube, Cloudball ist keine gute Idee. Nee, er geht wieder zurück auf Pitch. Mal probiert halt. Problem ist halt, er hat halt ein Match dadurch verschenkt. Ein entscheidendes Match. Ja. Ein entscheidender Counterpick hat er dadurch verschenkt. Selbst wenn er es jetzt noch gewinnen würde, dann wäre es Game 5, aber auch noch mal anders Counterpick Stage. Ich meine, das Game mit Cloud gerade sieht auch nicht viel schlechter als das Game mit Common Pitch. Schon, doch. Doch. Ich würde schon sagen, dass das. Dass der Cloud schon wesentlich schlechter gespielt hat als Pitt. Ja. Es ist halt aber auch Triplates. Ich weiß nicht, ob Triplates die richtige Idee ist gegen Bowser Jr. Ich meine, du gibst ihm dadurch extra Chancen, um nach oben zu gehen und vor allem halt mit Triplates zu juggeln. Und das ist das, wo er richtig krass Prozente aufbauen kann, weil er eine gute Abwehr hat, wo er das juggeln kann. Und es wird halt noch unterstützt, wenn du dann noch Triplates dazwischen hast und noch viel weiter juggeln kannst. Ich weiß halt echt nicht, was ich davon halten soll. Man wollte zwar hier sein, wenn man mit Bett und Wasser sehen, aber das ist dann auch den Stuff zu holen. Das ist immer das Problem, was er hier hat. Ich glaube, es ist immer Golden. Oh, schön. Aber er kriegt seinen Wagen wieder. Er kriegt seinen Wagen wieder und kriegt ihn nicht. Die Rolle! Die Rolle gepunished mit der Side B. Schon wieder die Side B hier von Kids. Vielleicht deswegen kurz Cloud gepickt, damit die wieder vergessen wird, die Seite. Wenn ja, dann hat sich das gut ausgezahlt. Aber es ist die Frage, zu welchem Preis? Zu welchem Preis? Ein Stock ein Match weggegeben für einen Stock. Oh, schön. Schön abgewartet. Aber die Fair von Bowser Jr. kommt schneller raus. Und hat mehr Range. Ja, schön abgewartet. Schön abgewartet. Du hast eine kleine Runde Fäuste. Er fischt halt echt für den Jab. Das kann man auf der Stage aber auch machen. Ich wollte nicht weiß, wie man das kann. Ich weiß nicht, ob das kann. Weil für mich bleibt immer lange ein Schild. Nach 9 Hits oder so. Da kann man ja immer rollen. Aber das macht er nicht. Das macht er nicht. Ja? Das ist die Frage, ob es noch mehr geht. Ah, da war der Bash nicht drin, aber. Schön Erdogan gefangen. Jetzt muss ich jetzt Normander was einfallen lassen. Wow. Mit der Side B. Ah, okay, gut. Fair regelt, aber ist auch gut. Ist auch gut. Ganz stabil jetzt für Aber man darf Snowmander halt auch auf Triplates nicht unterschätzen. Nicht unterschätzen. Das muss echt noch mit dem Familia gegen diese Anwärter. Die darf man halt nicht contesten. Gerade der Pit, der muss da wegfliegen. Der muss da ganz schnell weg. Ah, kriegt er den Tech Chase nicht raus. Ah. Nein, was?
das ist halt der Punish, der da halt nicht sitzt. Ja. Und gerade gegen Bowser Jr. kann ich mir das echt gut vorstellen, dass es halt hilfreich ist, wenn du so eine Rolle beim Buff hast, wenn du es kannst. Ja, nach 11 Hits. Da entgeht er kurz seinen Tod und Snowmander hat echt viel wieder aufgeholt. Er hat echt viel aufgeholt. Hat zwar nur einen Stock und Moltrich 2, aber die Prozente hier, die sprechen eindeutig gerade für Momentum. Feuer Snowmander. Okay, noch nicht die Fair. Ist okay. Kriegt er daraus was? Kriegt er daraus was? Ein bisschen Offstage gehen, ein bisschen Prozente farmen. Nee, oh nein, das wird der wahrscheinlich gewesen sein. Der Jab, der. Oh, schön die Alt! Schön die Alt! Ein paar Meter noch mehr zur Ledge hin und es wäre tot gewesen. Absolut. Das Normaler springt auch gut und weicht den Grabs immer sehr gut aus. Oha! Verfehlt der Mech. Aber nur knapp. Abi killt noch nicht. Viel zu wenig Prozent auf Snowmander. Dash Attack. Der auf Snowmander. Er hat immer noch die 2 Stocks. Nicht. Ja. Schon wieder. Aber es geht immer noch nicht. Der hat immer noch nicht genug Stocks. Backthrow. Kriegt er ihn offstage? Kriegt er ihn offstage? Ah, oh, Back, er killt leider nicht. Oh nein, 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 nein. Backthrow. Ja, Backthrow wird es wahrscheinlich jetzt sein. Ja, ja. Aber. 14%. Moltrich hat noch einen Stock. Er hat noch einen Stock. Oh, er tortet. Das ist so eine gute Idee. Es war ein Power-Up. Es war ein Power-Up, Tort. Das war kein. Das ist ein gutes Power-Up. Da hat der Pit ein bisschen Macht von Palutena erhalten. Dass er noch ein paar Jumps extra hat. Let's go. Oh, schön abgewartet. Meine Güte. Snowmander hier. Punisht ihn für jeden Landing, den er macht. Richtig gut. 82%. 82%. Er hat wirklich gar keinen Hit bekommen. Snowmander, das ist hier wieder das Even und er kriegt den Grab nicht, weil er die Rolle buffert. Sehr schön von Snowmander hier. Hält sich noch am Leben. Jetzt offstage. Kriegt er den Gimp? Er kriegt nicht den Gimp. Aber dafür kriegt Moltrich. Oh, darauf wartet er. Aber er kriegt. Nein, kein Killthrow. Kein Killthrow. Kein Backthrow. Prozente? Oh, auch sicher oben gelandet. Da kam Moltrich nicht hinterher. Salty entscheidet das Game 4. Moltrich steht nochmal auf und heizt hier den Laden nochmal richtig ein. Wir haben hier die Tür geschlossen, aber wir hören das trotzdem ja alles durch. Wow. Wow. Aber trotzdem, wie oft er mit der Side B einfach die Parish ist und auch die Kills kriegt. Aber auch immer zu den richtigen Momenten. Richtig. Aber geht das denn auf Dauer gut? Wird das in Game 5 jetzt nochmal gut gehen? Er benutzt die Side B, glaube ich, immer nur, wenn er Movement Read hat oder sonstiges. Ne, halt den entscheidenden Kill dann geholt. Spart sich den Move wirklich gut auf, finde ich, um dann in den entscheidenden Momenten halt einzusetzen. Side B? Aber ja, wir haben schon gesehen, dass er sie rausgeworfen hat und dann gepunished wurde. Gerade am Ende, wo sein Triggerfinger sehr lose, Das ist schon gerne mal auf die Side B gegangen. Und jetzt dürfen wir nicht vergessen, dass Snowmander hat den Counterpick, den Stage Counterpick. Ja, er hat den Stage Counterpick, aber ist die Frage, was würde gehen? Das weiß ich nicht. Triplates? Ist ja der Moltrich auch ein Fan davon. Richtig. Ist auch Dave Stupid Rule aus. Ist das aus, heißt, richtig. Er kann jede Stage nehmen, eigentlich, die er möchte. Aber. Ja, ich weiß nicht. Drei Bands, aber. Ja. Bowser Jr. Kein Plan, was. Die großen Stages würde er wahrscheinlich so weggebannt haben. So Carlos, Unova. Pokémon Stadium nicht. Da haben die ja erstes Game drauf gespielt. Ja. FD weiß ich nicht. Town City vielleicht. Lilith ist auch noch mit Town City vielleicht. Ich weiß, das spielt eh keiner, weil scheiße ist. Das stimmt, ja. Welches? Leidet. Ja, Leidet ist echt. Schauen wir mal, was für eine Stage wir denn hier sehen werden. Ist das Battlefield? Sieht so aus. Aber jetzt bitte eine gute Dual Zone. Giga Bowser. Ah. Naja, gut, komm, als Bowser Junior Giga Bowser zu nehmen. gut, also ich verstehe das dahinter, ich verstehe den Gedankengang dahinter, aber da geht schon besser. Ich bin kein Fan von Giga Bowser, das habe ich auch schon zu viel gehört, seit Melee war noch cool. Aber jetzt hier, Game 5, alles entscheidende Match, Einzug ins Winners Final. Bleib doch mal kurz, 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 bleib doch mal kur
Ja, aber beide haben einen eine gute Chance, das Gameplay für sich zu entscheiden. Auch nur auf die Story und die Blast Zone. Also im Prinzip sind die Wand. Ja, und die Blast Zone sind ein bisschen kleiner. Gerade nach oben hin. Das hat den Luca gut in die Karten gespielt mit seiner Side B. Das war wahrscheinlich sein. Das glaube ich auch. Ah, jetzt kriegt er dich. Oh, schön schnell rausgemischt. Schnell rausgemischt. Wow. Wow. Oh, haha. Er hat auch eine gute Range, dieser. Ja, der Rapid Jab hatte echt eine gute Range. Er wollte ja mit einer Backup von der Stage runterreißen, aber ich dachte, man das eigentlich. Vor allem connected dieser Jab. Wenn du früh genug loslässt, dann kannst du immer der letzte getroffen. Mit 4 das ja zumutend gut gewesen. Wie oft auch der Snormanda seinen Downfall mit dem Mecha-Koop bekommen hat. Hätte er mehr rauskommen können, aber... Es ist halt auch beide halt auch echt auf Adrenalin, das Game 5 und so. Da passieren Fehler. Das ist nur menschlich. Das war auch diese Tunnelbrücke, wenn Bowser Jr. mit dem Strobe. Ja, auch im Rapid Jab, auch beim Rapid Jab. Auch beim Rapid Jab guckt die echt böse. Oh, da macht er seine Lichter, seine Scheinwerfer an. Ja, guck mal, wie das geht. Ausgeboxt. Solider Lead. Das muss ja gerade mal auf Wind-Percent. Jetzt muss ich mal so kurz einfallen lassen. Und Jugget. 70. Oh! Und da war der zweite Stock weg. Ach du Jemine. Ja, also da Ach, haben wir die Team Material für das kommende Video von Snowman. Wow! Aber das auch noch Game 5 so ein Clip war, meine Güte. Ja, das ist ja, schon krass. Jetzt. Ja, oh, okay, schön, okay. Warte. Ich call das jetzt, es kommt ins nächste EMG Places Week auf jeden Fall. Das ist wirklich. Ich würd's. Muss man sagen, Clip that! Please clip that, guys! Please clip that! Bei Yeet, wenn man es auch nennt. Bei Yeet. Sick Bowser Jr. plays, number 13. German Bowser destroys blonde guys. Aber jetzt, Mordrich, ich hatte hier nochmal eine Chance, hier nochmal ein bisschen was gut zu machen. Kriegt ihr auch noch. Man hat das Gefühl gehabt, dass hier Snowmanda sich hier vielleicht sogar ein bisschen zu sehr aus und schöner Downsmash. Spielt die Rolle. Nein! Hat er nicht mit einem Tech gerechnet. Aber trotzdem, Moitri. Holt das hier noch zurück. Holt das noch zurück hier. Holt das noch zurück. Aber. Schöner Downsmash. Dragon Downsmash. Geht gar nicht erst auf Mecha Koopa. Oh! Da war der Schild zu schnell noch draußen. Aber es hätte auf jeden Fall gekillt. Und Snowmanda weiß es auch, dass jetzt ein Downbeat sehr gut killen kann. Jeder Prozent Schmerz zahlt extrem für heute. Ich muss jetzt nochmal kurz zeigen hier, wer Boss ist. Oh, Backdoor kann das noch nicht. Nein, Backdoor ist kein Killthrow. Ah, Darkpit hätte jetzt hier gekillt. Muss ich einmal anmerken. Mit dem Pfeil. Der hat einen stärkeren Pfeil. Aber den kann man nicht so gut lenken. Darauf schwört Moitrich. Und sich Side B equipment mit dem Tick zur Seite nicht nach oben. Wer macht einen Faust nach oben? Tick nach oben. Das reicht wahrscheinlich auch noch nicht. Nein, kriegt es nicht. Schöner. Jetzt 142%. Sehr unangenehm. Er kann den Slot noch holen von Snowmanda, aber nein, die Backdash zählt. Und das war's. Ja, Game 5 geht an Snowmanda und damit haben wir den ersten Teilnehmer in das Final. Aber auch absolut verdient an der Stelle, nachdem was er dann den zweiten Stock angestellt hatte, das war ja schon... Moitrich hat dann noch ein sehr gutes Comeback gestartet, aber auch frühzeitig wieder unterbunden von Snowmanda, bevor er den vorletzten Stock verloren hat und damit wieder auf den Last